Howdy! Moin. Das war schon überfordert mit der Begrüßung. Ja, musste mal was anderes sein. Bisschen peppig. Howdy. So, Howdy. Das passt ja gar nicht. Ich weiß. So, was haben wir denn letztes Mal gemacht? Ich visier gerade den schönen Steg an, der so schön zu dieser Brücke passt. Die ich jetzt nicht zeigen kann. Ja, ja, kann man wir hier haben pennen? Creeper. Ich glaube nie, dass wir pennen können, oder? Nö. War ja wieder klar. Also ich nicht. Ich höre ja auch eine Spinne. Ich kann pennen. Ich höre eine Spinne und ich sehe Creeper, ich sehe alles. Gott, ich stehe mal wieder auf. Ach, hier ist er. Wo denn? Über dir? Schau zur Küche rein. Ah, ich hab keine Pfeile. Schau zur Küche rein. Ja, dort oben. Nee, andere. Von vorne muss ich. Ach, kommen. Da ist sie. Ich sehe sie. Hier bin ich. Oh. Ich wusste es. Ich hab irgendwie das gerade im Gefühl gehabt. Du blöder Penner, ja. Jetzt steh die ganze Zeit, bis er mich hat. Nee, ich bin bloß ein Huhn. Hau ab. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Dann hätte ich nichts zu tun. Oh, schön. Das ist mir zu gefährlich. Da hätte ich mich ja auch vom Creeper töten lassen können. Warte mal, kommt jetzt hier noch einer? Muss mal gucken, ob bei mir jetzt ein Creeper kommt, bitte. Wo bist du denn? Am Hühnerstein in der Nähe. Jetzt bin ich am Haupteingang und du hast einen Pfeil im Rücken, ne, im Arsch fast. Naja. Woher der bloß kommt? Weiß ich auch nicht. Okay. So, auf dem Marktplatz hinten ist auch noch ein Creeper. Nee, aber ich glaube, jetzt können wir erstmal pennen gehen. Es könnte sein, muss aber nicht. Jupp, ich schon. Na, du könntest auch vorhin gerade pennen gehen. Ach ja, stimmt ja. So. Ja, das ist komisch, wenn ich falsch begrüße. Da kommen wir irgendwie nie so richtig in Fahrt. Nee, das ist... Ja, ich weiß auch nicht, ob das dann schon eine richtige Aufnahme ist oder nicht. Ja, wie das letzte Mal, ne? Letztes Mal? Jetzt überlege ich. Ja, da haben wir auch nochmal angefangen. Stimmt. Der Enderman, der ist schon wieder so gereizt. Ja, passiert. Sehr komischer Kauz. Endermen sind immer gereizt. Ja. Hat gerade ein Ei gekackt. Ach, ein Ei gekackt. Und? Ich meine, in Huhn gekackt. So. In Ei gekackt. Hat ein Ei gekackt. Was haben wir denn jetzt vor? Ich guck mir jetzt hier mal deine Strandmisiere an. Um jetzt einmal hier ein bisschen. Achso, haben wir hier noch diese Steine jetzt oder haben wir die nicht mehr? Ich gucke. Sonst mache ich welche. Weil Steinziele habe ich nur. Ah, okay. Auf jeden Fall gucken wir uns den Strandmisiere an. Die bleibt so, die wird so heißen. Die Folge wird so heißen. Das weiß ich jetzt noch nie. Ja, am Ende schaust du genau die Sekunde jetzt an und dann weißt es. Ich guck mir alles an. Stimmt. Dann wirst du trotzdem den Namen nehmen. Ja. Oh, die nehme ich mit. Oh, die nehme ich auch mit. So, natürlich ist kein Stein drin. Und Pflastersteine sind oben. Ich werde jetzt erstmal schnell ein bisschen Pflaster, also ein paar Steine burn. Oh, schön. Ja, wenn ich mit dem fertig bin, dann burn's. Hier ist ein Huhn im Wasser. Unter Wasser. Wie viele Steine brauchst du denn? Ich weiß nicht. Du bist der Bauleiter, du hast doch Ahnung. Nein, habe ich nicht. Ja, stimmt. Ja. Ich bräuchte auch noch diese so eine Klapptüren. Aha. Ja, guck ich gleich. Und? Ja. Ja, nee, das hole ich mir gleich selber. Ich habe jetzt 36 dieser Dinger erstmal. Jetzt willst du Klapptüren. Eichenholzstufen. Sieht nicht so aus. Nach Klapptüren? Nach Klapptüren, nee. Ah. Das hast du ja klasse gemacht. Ich habe sie nie aufgebraucht. Das wird unser Besuch immer gewesen sein. Der die Klapptüren aufbraucht. Ja. Was haben wir denn jetzt hier am meisten? Natürlich, wir haben Tropenholzstufen.
Warum bloß? Weiß ich auch nicht. Haben wir überhaupt noch was im Baumhaus gelassen oder haben wir alles mitgenommen? Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was da gelassen. Wie viele Türen brauchst du denn? Türen? Ach, Klappholz. Ja. Weiß ich gerade selber nicht. Muss ich jetzt, werde ich erst jetzt sehen. Das. Bring mal ein halbes Deck mit. Ja, das habe ich fast. Ja, ich kann dir auch. Ich habe jetzt Holz gehabt. Ich bringe dir gerade Holz vorbei. Ja, wirfst du mir mal gleich rein hier. Bisschen am Mittleren. Ja. Aha. Hab noch nicht. Hab noch nicht. Jetzt. Und ich so. Wollte eigentlich. So, das sollte gehen. Da bleiben die Beeren übrig und dann geht das jetzt hier weiter. So. Der braucht hier einen Haufen Türen. Das ist ja richtiger Verschleiß, was der hier macht. Und oh, jetzt haben wir schon 16. Sehr schön. Und Erde. Wo haben wir hier Erde? Jetzt haben wir 24. Also was ist denn hier los? Hier wird ja gar nichts. Was machst denn du jetzt? 26. Na, deine Türen. Die Türen? Die verschlingen hier so viel Holz. Ja, ich hab dir auch Holz gerade gegeben. 30. 32. So, haben wir. Meine Fresse. Was machen die hier? Oh, haben wir schon wieder ein paar? Wie viel brauchst du denn nur davon? Ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich weiß es nie. Mal dieses Rumgeflänne hier. Rechne mal 4 mal 4 sind 16. So. Wow. Ja. Wow, Mensch. Also vom letzten Mal die Minusrechnung klappt nie, aber das, Mensch. Also Malrechnen hat er da gleich, wa? Und, ja. Und 4 mal 4 sind 16 und das müsste mal 4. Hab da schon wieder Mist gebaut. Sind 54, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. 54 brauchst du von denen? Ja. No. Also ja, krieg mal hin. Sollte ja kein Problem sein. So, dann. Wie viel haben wir jetzt? Nee, brauch mehr. Oh oh. 3 mal 4 sind 12. Ja, das ist richtig. Na. Nee, da brauche ich weniger. Da brauche ich bloß 48. Okay. Bist du dir jetzt sicher? Ja, 3 mal 4, ne? Ja. Eigentlich glaube ich schon. Gut. Dann habe ich jetzt 48. Das dürfte eigentlich reichen. Wir hatten das Schwert hier falsch rum reingesetzt. Sieht ja aus. So, gleich behoben das Problem. Wie falsch rum? Ja, in dem Bild ist doch ein Schwert von uns drin. In der Werkzeugkiste. Ja, das warst du. Nein, wenn dann du. Nee. So, da gucken wir uns jetzt nochmal deine Misere hier an. Hast du hier gerade Bäume gefällt oder so? Ja. Das sieht man. So. Komm aber gleich nochmal neu hin. Ah ja. So, dann kommt jetzt hier so weg, ne? Nee, der soll nie weg. Mist. Was war denn das jetzt? Oh, ich brauch gleich Erde. Du hast ja genug Erde. Ja, das brauch ich dann. So, hier. Oh, shit. Ich will's. So, ja. Also. Jetzt auf erstmal den Strand und dann müssen wir uns mal um unser Häusel kümmern. Dass das mal wenigstens von außen so ein bisschen in Pep kriegt, weil von innen haben wir es ja jetzt relativ ansehnlich gemacht. Die Küche muss umgezogen werden. Weil der feine Herr sich ja nicht mehr wohlfühlt mit Küche im ersten Stock. Ja, das gehört sich einfach nicht. Gehört sich nie. Hey, ne Fresse. Immer dieses Rumgeheule. Ach, hier oben hast du es ja auch verkackt. Eieieiei.
Vor allem hier sieht man es auch noch. Nee, 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 nee. Ja, könnte ich jetzt nicht ändern. Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft? Ja. Da sicher, dass da 48 reichen? Na, ich glaub dir mal. Bin zwar nicht so guter Dinge, aber... Für... Nee, ich meinte jetzt, Falltüren. Hä? Ich hab aber nach den Steinen gefragt. Ich hab aber... Nee, du hast nach Türen geredet. Nach Türen geredet? Ja. Du hast Türen hast du mir aber 36 gesagt. Nein, da brauche ich 48. Darum habe ich ja nochmal nachgerechnet. Ach ja, ganz ruhig. Ganz darum habe ich mich nämlich schon gewundert, warum du so ewig brauchst. Für die Türen. Ganz für die Falltüren. Ruhig, ganz ruhig. Das Leben ist schön, das Leben ist schön. Das Leben ist so schön. Wir das müssen Leben. Hier... Wir müssen ja auf jeden Fall nochmal irgendwie Minecraft kontaktieren, also Mojang. Die müssen halbe Wollblöcke ins Spiel. Halbe Wollblöcke, ja, die willst du ja schon immer haben. Ja, die müssen auch unbedingt. Ja, ich denke mal, dass wir es nie machen werden. Warum rennst du jetzt mit den Stufen weg? Ach, mit den Stufen, mit den Falltüren. Weil ich weitere Stone Slabs brauche, weil du mir die falschen Informationen gegeben hast. Hab ich nicht. Hast du wohl. Du hast nach dem Falschen gefragt. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich. Ja, das war auch so. Der Ofen ist ganz komisch hier. Was ist denn mit dem? Ist der so langsam? Nee, der geht aber, wenn ich bei dem oben drauf klicke, geht der an. Ist da irgendwas oben drauf? Wie geht denn sowas? Und da kannst du noch gleich ein paar Falltüren machen. Das verstehe ich ja nie. Auch eine interessante These. Aber jetzt geht er wieder. Hab'n repariert. Oh, schön. So. 18. Ah, machen wir noch einmal. Kannst ja trotzdem neue Falltüren machen. Keine Zeit. Doch. Nee. Doch. Nee. So. Das müsste reichen. Doch. Ich hab keine Falltüren. Du hast doch. Hast du welche gemacht? Nö. Warum hab ich denn sonst das? Du hast doch vorhin gerade gesagt, du hast 36. Nee, hab ich nie. Doch, hast du. Wie viel brauchst du denn jetzt? Na, 48. Ich hab jetzt nur 40. Ich hab dir aber die Zahl gesagt und jetzt wird schon wieder fast Nacht. Naja, du bist schuld. Du hättest mir die richtige Information schon eher geben müssen. Du hast nach Türen gefragt. Hab ich? Nee? Doch. Ich mache jetzt hier nie dauernd Videobeweise. Ich werde jetzt auch wieder keinen machen. Das soll ja hier nie zur Gewohnheit werden. Ja, also was? Was aber? Glaubt mir. Bitte. So. Das hat jetzt vollgebracht. Super. Da können hier noch zwei hin. Die habe ich jetzt weggepackt, wa? Ach, das ist doof. So, jetzt haben wir 46. Grrr, das klappt ja heute super. Mensch, du. Kriegst wieder nicht hin? Ja, es leckt alles an dir. Warum liegt denn das jetzt an mir? Na, mit deinen Falschinformationen. Du hast nach der falschen Information gefragt. So, 48. Ist es jetzt Nacht, oder? Oh. Ich komme unten trotzdem. War richtig, Mensch. Ist es Nacht draußen? Ist es Nacht draußen? Ja. Ist es Nacht draußen? Ja. Ich bin ja gerade am konzentrierten Arbeiten. Draußen? Ja. Ich würde es wenigstens nur fertig machen, was ich jetzt hier angefangen habe. Ist gerade ein Huhn gestorben. Warum? Warum ist denn die Tür falsch rum auch drin? Ach, ist mir doch egal. Mach was. Welche Tür? Mir ist jetzt alles egal. Oh, Neon Cat. Süß. Und die Sterne. Und die Wolken. Und die Sterne. Schöne Sterne. Aber keine Monster. Doch, ich habe auch schon nicht getötet. Ich sehe keine. Egal. Ja, hier hinten auf dem Marktplatz ein bisschen mehr los.